Kann ich etwas für Sie tun? Nein. Sie sehen ein wenig bedrückt aus. Entschuldigung, aber ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ihr Großvater... Nichts, wissen Sie. Leonard Stahl hat mir erzählt, dass es ihm nicht besonders gut geht. Im Gegenteil. Bundesinnenminister Friedrich steht heute vor dem Geheimdienstkontrollgremium des Bundestages Rede und Antwort zur Affäre um Die ganze Situation mit meinem Großvater zerrt ziemlich an meinen Nerven. Das kann ich sehr gut verstehen, glauben Sie mir. Also, wenn es irgendwas gibt, dann sagen Sie es einfach. Danke, das ist lieb von Ihnen. Aber heilen können Sie ihn sicher auch nicht. Naja, dann störe ich Sie nicht weiter, hm? Aber gut zu wissen, dass Sie im Zweifel da wären. Er kann es total lahmlegen. Vor allem, sobald ich Charlotte erobert habe. Das wird der alte Platzhirsch nicht ertragen. Und warum unterstützt du ihn dann noch im Wahlkampf? Kennst du... Seid ihr betrunken? Ja, das hoffe ich doch. Welchen Sinn hätte sonst der viele Tequila gehabt? Also, wieso hast du mir nicht sagen wollen, dass du eine Beziehung mit dieser reizenden, charmanten jungen Frau hast? Oh, vielen Dank. Liegt es daran, dass sie ungebildet ist, in einem Job festhängt, in dem sie niedere Dienste verrichtet? Das ist auf einmal mit reizend und charmant. Wie kommt es, dass du mir nicht erzählt hast, dass du dich von Vater scheiden lässt? Warum hast du mir nichts von deiner OP erzählt, der noch nicht mal, dass mein Hund tot ist? Sie sind so süß, wenn sie klein sind. Ich weiß, ich vermisse das. Ronny! 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 Das vermisst du? Echt jetzt? Sitz. Du knurrst mich nicht an, Baby.